In diesem Video besprechen wir das Objekt im dritten Fall. Zuerst ein paar allgemeine Informationen. Das Objekt im dritten Fall steht in fast allen Fällen für eine Person. Es wird als Satzglied abgekürzt mit einem O3 und es wird erfragt mit dem Fragewort wem. Der Fachbegriff für das Objekt im dritten Fall lautet Dativobjekt. Es gibt Zeitwörter, die den dritten Fall verlangen: zeigen, helfen, schicken, geben und so weiter. Als Beispiel hier: er zeigte ihm den Weg. Schauen wir uns das Ganze noch in einem kommentierten Beispiel an. Er half ihr bei der Arbeit. Die Frage dazu lautet: wem half er bei der Arbeit? Antwort: ihr. Ihr ist in diesem Fall das Objekt im dritten Fall. Wir markieren das und schreiben auch O3 über den dritten Fall. Noch eine wichtige Zusatzinformation: der dritte Fall oder das Objekt im dritten Fall kommt oft mit dem Objekt im vierten Fall im gleichen Satz vor. Und zwar immer in der Reihenfolge, dass zuerst das Objekt im dritten Fall und dann erst das Objekt im vierten Fall vorkommt. Auch hier ein Beispiel: er half ihm, das Haus zu bauen. Die Frage: mit wem half er, das Haus zu bauen? Die Antwort ist ihm. Ihm ist in diesem Fall das Objekt im dritten Fall. Und wenn ich die Frage stelle, wen oder was half er zu bauen, dann ist die Antwort das Haus, das O4. Also noch einmal: wenn in einem Satz das Objekt im dritten Fall und das Objekt im vierten Fall vorkommt, dann kommt zuerst immer das O3 und dann erst das O4. Ich hoffe, ich habe euch in diesem Video das Objekt im dritten Fall ein bisschen näher gebracht. Bis bald hier auf diesem Kanal.